Ja, dann hallo und herzlich willkommen hier in die Runde und willkommen zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem Heimspiel am Samstag gegen den Chemnitzer FC hier im Frankfurter Volksbankstadion am Samstag um 14 Uhr. Hier vorne bei uns wie immer unser Trainer Roland Frabeck und unser Winterneuzugang Milat Salem heute auch mit dabei. Zunächst, bevor wir in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, kurz zur Verletztenliste. Antonio Fischer mit Oberschenkelproblemen, Naum Gebro und Fabian Schleusner wie gehabt in Reha und Patrick Ochs mit seiner fünften gelben Karte gesperrt. Steigen wir ein mit den Fragen. Zwei Spiele in der Rückrunde sind jetzt absolviert, ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel. Roland, wo siehst du derzeit den FSV? Ich denke, dass das zwei sehr unterschiedliche Spiele waren, hier zu Hause gegen Kiel und dann in Erfurt. Ich denke, dass wir gegen Kiel hier zu Hause in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, dass uns da nur das Tor gefehlt hat. Und dann, wie ich schon auch damals sagte, wir gegen 10 Mann ein bisschen kopflastig wurden und nicht klar waren darüber, wie lösen wir diesen Zwiespalt zwischen viel riskieren, unbedingt das Tor machen wollen und es vermeiden zu wollen, in eine Kontersituation zu laufen. Das hat uns nicht gut getan, beziehungsweise wir haben es dann nicht gut für uns lösen können. Ansonsten glaube ich, dass das ein sehr gutes Spiel war und in Erfurt war es so, dass wir nicht gut in das Spiel hineingefunden haben, dass wir das nicht angenommen haben, was der Gegner auf den Platz gebracht hat, obwohl wir das fast täglich in der Woche davor angesprochen haben und wir dann dem 0-1 hinterherlaufen mussten und an dem Tag schwer hatten, Fußball zu spielen. Auf dem Platz gegen den Gegner, der höher, früher angelaufen ist und dann erst in der letzten halben Stunde ein bisschen zwingender wurden, dann auch die Brechstange relativ früh ausgepackt haben, weil wir das Gefühl hatten, an dem Tag geht es nicht anders. Von daher sind wir, glaube ich, mit einem Punkt aus zwei Spielen nicht zufrieden. Wir sind zufrieden mit dem Auftritt gegen Kiel, größtenteils, und sehr unzufrieden mit dem Auftritt gegen Erfurt. Und nochmal, die Enttäuschung ist da, dass wir jetzt nur mit einem Punkt gestartet sind, aber ich bin froh, dass in zwei Tagen wir das Spiel hier gegen Chemnitz haben und das mit einer guten Leistung, einem guten Ergebnis dann revidieren können schon. Was kann man denn den Spielern mit auf dem Weg geben, auf dem Weg zum ersten Pflichtspieltor 2017? Nichts anderes als über die gesamte Vorrunde hinweg auch. Also wir arbeiten konsequent an den Abläufen, wir arbeiten konsequent an Abschlüssen, an Abläufen in der Offensive, wir geben den Spielern Möglichkeiten mit auf den Weg und in vielen Spielen setzen die Spieler das auch sehr, sehr gut um und dann gibt es viele Spiele, gerade in jüngster Vergangenheit, wo wir das eben nicht konsequent zu Ende spielen. Also es liegt nicht daran, dass wir keine Möglichkeiten mitgeben, es liegt aber auch nicht daran, dass der Gegner das alles sehr gut verteidigt, sondern es ist jetzt eine komische Phase und eine Phase, die ich so jetzt noch nicht erlebt habe, dass wir so viele Spiele ohne Tor bleiben, obwohl wir in den meisten Spielen einfach mehr Ballbesitz haben, wo wir den Weg nach vorne suchen, aber momentan will das eine Tor nicht fallen. Deswegen müssen wir einfach konzentriert weiter daran arbeiten, dass wir uns wieder in die Situation bringen. Das ist das Entscheidende. Und ich glaube, wenn wir dann ein Tor machen, dann wird uns das auch ein bisschen die Tür öffnen. Und dann, glaube ich, kann das auch wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Worauf wird es am Samstag gegen den Chemnitzer FC ankommen? Zunächst einmal nur auf uns selbst. So wie gegen Kiel auch. Wir müssen unsere Abläufe auf den Platz bringen. Wir müssen sehr dominant präsent sein, wie gegen Kiel auch, müssen griffig sein an dem Tag. Ich denke, wir haben jetzt nach dem Spiel in Erfurt dann auch wieder was gut zu machen, also in erster Linie für uns als Mannschaft was gut zu machen. Ich habe das Gefühl, dass es die Woche ordentlich aufgearbeitet wurde, das Spiel in Erfurt, auch von der Mannschaft selbst. Und deswegen ist es wichtig, wie kommen wir auf den Platz, wie griffig sind wir, wie sehr wollen wir das
auch wieder gut machen, das Spiel in Erfurt. Wie sehr wollen wir den ersten Dreier jetzt nach der Winterpause? Und dann kommt es darauf an, dass wir Kontersituationen vermeiden, beziehungsweise wissen, wie wir uns zu verhalten haben, wenn wir mal den Ball verlieren in der gegnerischen Hälfte. Chemnitz ist eine Mannschaft, die sehr, sehr schnell den langen Ball sucht nach Balleroberung, sofort nachgeht mit 3-4 Spielern. Das müssen wir unbedingt gut verteidigen können. Dann müssen wir bei Standardsituationen sehr gut aufpassen, haben 2-3 große, sehr gute Kopfballspieler drin. Und dann weiß ich jetzt noch nicht, ob Anton Fink spielen kann oder nicht, aber sollte er auf dem Platz stehen, ist er zusammen natürlich mit Frahn die Garantie für Chemnitz, dass sie Tore machen. Und sollte er nicht auf dem Platz stehen, wird trotzdem jemand anders diese Position einnehmen, der auch sicher Qualität mitbringt. Aber wie gesagt, Frahn Fink ist entscheidend für den Gegner und sollten sie zusammen auf dem Platz stehen, dann gilt es, diese 2 Spieler aus dem Spiel zu nehmen, damit wir dann eben nicht in Situationen kommen, wo gerade Fink zum Abschluss kommt, weil viele Situationen macht er dann sehr, sehr gut. Danke dir, Roland, bis hierhin. Kommen wir zu unserem Winterneuzugang, Milat Salem. Milat, wie waren denn so die ersten knapp 2 Wochen für dich, vor allem vom Wechsel direkt nach dem Kiel-Spiel bis hin zu deinem ersten Pflichtspiel für den FSV? Es war schon sehr positiv. Wie gesagt, ich wurde sehr gut aufgenommen von der Mannschaft, vom Trainerteam, von den ganzen Verantwortlichen im Verein. Ich habe mich von der ersten Minute an wohl gefühlt. Das Einzige, was jetzt nicht so besonders gut war, war unser Spiel in Erfurt. Jetzt müssen wir versuchen, gegen Chemnitz ein besseres Spiel hinzulegen, um dann möglichst 3 Punkte zu holen. Was könnt ihr denn offensiv noch besser machen nach vorne auf dem Platz? Ich glaube, in allen Mannschaftsteilen können wir was besser machen. Ich denke, ein Erfolgserlebnis wäre gut für das Selbstvertrauen, für die ganze Mannschaft. Und wir alle sind davon fest überzeugt, wenn wir dann das Tor machen, dass es dann auf jeden Fall leichter ist und besser laufen wird als letzte Woche. Was erwartest du denn am Samstag gegen Chemnitz für ein Spiel und für einen Gegner? Ja, Chemnitz hat Qualität, ist eine gute Mannschaft, spielt länger schon zusammen, hat super Einzelspieler. Aber es geht trotz allem, es ist in der dritten Liga einfach so, dass man erstmal über den Kampf kommen muss. Und wenn man die Zweikämpfe dann vernünftig annimmt, mit spielerischen Mitteln die Lösung findet. Danke auch dir, Milat. Kommen wir zu euren Fragen, wenn es denn welche gibt. Mikrofon liegt bei euch. Ganz kurz nur noch einschalten und dann können wir auch schon mit euren Fragen anschauen. Ich sehe einen prüfenden Blick kurz zwischen Frankfurter Rundschau und Frankfurter Neuen Presse. Frankfurter Rundschau hat bestimmt eine Frage. Manuel Schubert, Frankfurter Rundschau. Nur den Hebel kurz noch nach oben. An der Seite den kleinen. Danke dir. Hört man mich? Ah ja. Richtig. Ornatelli hat jetzt wieder mittrainiert die Woche, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist er schon einsatzfähig für Samstag? Vielleicht sogar von Anfang an? Also Massimo trainiert auch schon seit letzter Woche mit. Diese Woche im vollen Umfang. Und ich denke, dass er rein gesundheitlich schon eine Alternative sein könnte gegen Chemnitz. Trotzdem muss man das genau bedenken, weil Massimo ist jetzt seit Anfang, Mitte Dezember ohne Spielpraxis. Das heißt, er hat kein einziges Testspiel mitgemacht in der Wintervorbereitung. Das sind jetzt 2 Monate, seitdem er raus ist. Und man muss da genau bedenken, ob man ihm einen Gefallen tut und der Mannschaft auch, wenn man ihn jetzt sozusagen als Heilsbringer in dieses Spiel schicken würde. Weil bei 100% ist er sicher noch nicht. Dafür war die Ausfallzeit leider zu lang. Und wir müssen jetzt den Spagat schaffen zwischen, ja, wir wollen ihn halt auch unbedingt auf dem Platz haben, weil er uns fehlt, ganz offensichtlich. Aber wir müssen natürlich auch wissen, dass die Rückrunde noch lang ist. Und wir wollen es auf keinen Fall riskieren, dass er einfach wieder sich verletzt oder einen Rückfall erleidet. Und deswegen müssen wir uns jetzt heute und morgen nochmal genau abwägen, was sicher ein Ziel sein wird oder beziehungsweise im Raum steht, ist, dass er zumindest auf der Bank sitzt gegen Chemnitz. Gibt es weitere Fragen? Kurz der Hinweis, dass hinterher ja das Training näher rückt, das heißt großartig Einzelfragen, wird wahrscheinlich zeitig knapp.
unser Medienpartner Hitradio FFH. Ja, welcher Bedeutung geben Sie denn diesem Spiel? Weil sollte man dieses Spiel wieder verlieren gegen Chemnitz, geht da der Blick dann schon unten nach unten in die Tabelle oder wie sehen Sie das Spiel? Ja, das ist so eine typische Frage, oder? Also sollten wir das Spiel verlieren, geht der Blick nach unten. Also ich beschäftige mich mit allen Eventualitäten schon nicht seit dem Erfurt-Spiel, sondern die ganze Saison hinüberweg, weil die Liga ist halt sehr knapp, sehr eng. Also ich habe jetzt, glaube ich, in allen Spielen nicht nur nach oben geschaut, sondern den Blick auf alles gehabt und das habe ich nach wie vor. Also deswegen ändert sich nichts an meiner Einstellung, dass wir, bis wir eine bestimmte Punktzahl erreicht haben, dann safe sind. Aber trotzdem möchte ich jetzt davon abkommen, dass dieses Spiel entscheidend gegen Chemnitz ist dafür, wo wir am Ende der Saison landen. Das ist es nicht. Entscheidend ist erstmal, dass wir uns anders präsentieren als gegen Erfurt, so wie gegen Kiel, dass uns dann endlich auch mal das erste Tor gelingt. Dann kann dieses Spiel in eine richtig gute Richtung laufen, dann können wir dieses Spiel auch gewinnen. Aber ich kann jetzt nicht vorm Spiel sagen, wie dieses Spiel genau laufen wird. Deswegen kann ich nicht sagen, welche Tendenz das hat. Aber es ist mir zu viel schwarz-weiß. Wenn dieses Spiel jetzt auch noch verloren wird, dann geht der Blick nur noch nach unten und dann sind wir jetzt ein Abstiegskandidat plötzlich und alles ist vorbei, weil niemand hat vom Aufstieg geredet. Also was soll da vorbei sein? Ja, ich könnte jetzt noch ausholen und ich tue es auch ganz kurz nochmal, weil ich schon diese Tendenz jetzt spüre, dass alles sehr schlecht gemacht wird, alles ist plötzlich negativ, alle sind sehr, sehr kritisch, der Zug ist abgelaufen, wieder aufzusteigen in die zweite Liga, also wir haben nie davon geredet, erstens. Zweitens wissen wir, dass wir deutlich besser spielen können als in Erfurt. Drittens wissen wir, dass wir jetzt seit einiger Zeit nicht das Tor gemacht haben und dass wir deswegen ein bisschen hinterherhängen und trotzdem ist nicht alles schlecht und trotzdem kann ein Spiel, auch wenn es verloren geht, nicht richtungsweisend sein und kann dann die ganze Sache verteufeln und plötzlich alles ist schlecht geredet werden, sondern unsere Aufgabe ist es jetzt einfach, ein gutes Spiel zu zeigen, erstmal eine gute Leistung zu zeigen und wenn wir das Spiel gewinnen, dann haben wir eine gute Reaktion gezeigt und sollten wir ein richtig gutes Spiel machen und am Ende reicht es für einen Punkt, weil das Spiel dann doch nicht mehr hergibt, dann müssen wir abwägen, ob wir damit zufrieden sein können oder nicht. Ja, also von daher gehen wir das Spiel erstmal an und warten das Ergebnis ab und danach können wir immer noch über all die Dinge reden. Gibt es noch weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir uns alle am Samstag um 14 Uhr gegen Chemnitz sehen, hier im Frankfurter Volksbankstadion und bis dahin. Tschüss.